Liebe Strategiefans, willkommen zurück. So, es gibt einen Hoffnungsschimmer, was Kazan angeht. Und zwar haben wir 234 Gold und können in zwei Runden einen Rambok kaufen. So, jetzt hatten wir Peter zugesagt, dass unsere Truppen hier nur durchziehen. Wenn wir ihm dann in zwei Runden den Krieg erklären würden, dann würde das natürlich auch wieder richtig viel Groll erzeugen. Ja. Aber wir müssen ja irgendwie vorankommen. Wir können ja nicht unendlich lange hier mit Smolensk immer mal Ping-Pong spielen. Und eventuell mal denunzieren den Kollegen. Also ist Belly formeller Krieg. Zeugt 100 Geroll. Russland hat gerade die bösen Taten im Meer denunziert. Noch 20 Runden. Okay, das ist natürlich super. Ja, und die anderen Casus Belli haben wir natürlich nicht. Okay. Dann merken wir uns das. Hier irgendwas produzieren. Ihr kennt das Spiel. Wird eh nicht fertig. Und die Einheiten verschanzen bzw. heilen. Und hier geht es darum, diesen Siedlungsspot zu blockieren. Speer geht weiter, erkunden. Im offenen Grenzen mit den Schweden. Also da haben wir keine Gefahr, in eine Sackgasse zu geraten. Andi mit Speerkämpfer. Heilen. Ebenfalls. Lange haben wir hier noch Zeit. Okay, eine Runde. In der übernächsten Runde wird die Stadt rebellieren. Bereitschaft. Schaut euch das hier an. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Dann müssen wir hier den Krieger noch runterziehen, denke ich. Das ist ja hier eine absolute Luxusgeschichte, den Spot zu blockieren. Ah, der Krieger geht nach unten. Mal dahin, wo wir offene Grenzen haben. Und okay, wir haben hier noch einen Krieger in der Stadt. Kann jetzt einmal heilen und nächste Runde dann raus. Die können theoretisch hier einmal zumachen. Gut, wenn er uns den Krieg erklärt, dann erzeugen wir halt nicht den Groll für die Kriegserklärung. Nur dafür, dass wir die Stadt nachher einnehmen, kriegen wir dann Groll. Bitte warten. Dauert auffällig lange, dass das Spiel jetzt abgestürzt ist. Ja, da sind wir wieder. Also das Spiel hat sich komplett aufgehangen. So, aber das hätte alles soweit
so aus wie gehabt. Und, ach ne, es ging sogar, die Runde wurde sogar beendet. Ich habe einfach gesagt, ich will fortsetzen. Aber dann wurde im Hintergrund alles noch weiter berechnet, aber wurde dann nicht mehr angezeigt. Im Vordergrund. Na gut. Der Bogenschütze war ja noch nicht fertig gewesen. So. Also. Bogenschütze nach vorne. Er findet wunderbar hier auf dem Hügelplatz. Oh, hier haben wir einen Spot nicht besetzt. Rebellion in der nächsten Runde. Setzen den Krieger einmal dahin. Um diese Schwachstelle zu beheben. Und den Krieger nach unten. In der nächsten Runde ist der Siedler fertig. Ah, wir erkunden hier noch weiter. Geh mal rein. Ah, ganz viele Berge. So. Eisen. Wir haben übrigens kein Eisen bei uns. Generell mal nach Eisen suchen. Gar nichts. Ja. Na gut, so. Dann ein Markt. In 8 Runden fertig, würden wir denn dann auch einen Markt bauen? Bei einem zusätzlichen Handelsweg. Vielleicht, ja. Wir hätten genug Gold für einen Rambock. Ein Bogenschützer. Sperrkämpfer wäre auch super. Kavallerieabwehreinheit. Der Rambock hilft übrigens bei allen. Also der bufft alle Nahkampfeinheiten, die dann die Stadt angreifen, nicht nur Kavallerieabwehreinheiten. So, Rebellion. Keine Kriegserklärung durch Peter. So. Ah ja, wir sind immer noch deutlich im Minus. Bei Christina. Ja, tendenziell auch im Minus, aber das wirkt halt noch nicht so lange. Okay. Noch 9 bis 10 Runden, dann hätte Peter gar keine... gar keinen Groll mehr gegen uns. So, aber wir müssen ja die Stadt wieder einnehmen. Siedler übrigens fertig. So, und dann wieder hier. Vom Süden über den Fluss. So. Stadt behalten. Jawohl. Legion, wie sieht es damit eigentlich aus?
Okay. Jetzt wird es dann natürlich langsam spannender. Russland hat Stonehenge gebaut. Zweite Religion, dritte. Vierte, fünfte. Okay. Religionen. Und den Russen, Taoismus. Unbekannter Spieler, ja. Okay, also der Siedler. Darüber gehen und da eine Stadt gründen. Ich meine, wir können auch den Speer jetzt da reinsetzen. Wenn das wirklich nur so ein einzelner Spot ist, wo Stadtgründung möglich ist. Weil da ist ja alles mit Bergen blockiert. Eigentlich ein ganz schlechter Spot. Dann gehen wir lieber darüber. Wie geplant, ja. Mal darüber. Island. So. Schrein fertig in 7. Stadtmauern. Vielleicht nochmal als finale Absicherung gegen Gandhi. Stadtmauern bauen. Als finale Absicherung. Wir haben da gar nichts, haben wir da. Normales Zeitalter. Wir brauchen noch 8 Zeitalterpunkte. Eieiei. Ja, weil wir keine Spezialbezirke bauen. Ansonsten kriegt man halt durch Spezialbezirke mit einem großen Angrenzungsbonus ganz gut Zeitalterpunkte. Aber wir kommen halt nicht dazu. Und Peter hat nicht mal so viel weniger Militärstärke. Der hier hat doch die Beförderung Garnison. Den könnten wir oben in die Stadt stellen. Oder hier halt rein. Wenn wir Pingala hier rüber verschieben würden, dann hätten wir ja auch die Stadt länger. Also müssten wir seltener die Stadt angreifen. Das 17,8. Machen wir das doch mal jetzt. Warum reduziert er die Loyalität denn nur um 4? Ja. Oder beziehungsweise erhöht die Loyalität um 4? Ja. Steht doch definitiv an 8.
Sechs Runden bis zur Rebellion. Jawohl. Können wir da innerhalb von sechs Runden irgendwas fertigstellen? Nee. Okay. Ja, die Städte müssen halt noch wachsen. Vielleicht auch die Stadt selbst, aber die Stadt selbst natürlich nicht möglich, ja. So, weiter geht's. Island. Kein geeigneter Standort für diesen Bezirk, Lager. Ich würde auch 31 Runden brauchen. Ich hatte jetzt gerade kurz die Idee gehabt, hier ein Lager reinzusetzen. Kanonenfutter bauen, Krieger. So, also könnten zuerst angreifen, aber ich habe, wir müssten mindestens einen Streitwagen rausnehmen. Alles sehr, sehr kostspielig. Auch mehr Bogenschützen. Unglaublich. So, du heilst dich. Aber. Das schafft. Achso, der könnte eigentlich hier auf den Hügel. Ja, mach das mal ruhig. Und der frische Krieger muss nach da unten. Hey, da gibt es zwei Spots, die bebaut werden können. Da ist sogar eine Küstenstadt möglich. Also, so wie es jetzt aussieht, wären die inneren Erträge, ja zumindest für die ersten drei Bürger, sehr gut. Könnte hier ja sehr, sehr wertvolle Spezialbezirke bauen. Noch ein Siedler. 13 Runden. Ich möchte mal gerne den beförderten Bogenschützen da oben drin sehen. Nächste Runde wechseln. Siedler dafür. Okay. Macht auch. Nee, macht keinen Sinn. Wir müssen das ja eventuell auch verteidigen können. Macht keinen Sinn. Einfach nur hier mit dem. Ihn blockieren. Ist auch schwierig. Ich möchte von hier unten nichts abziehen gerade. Eventuell würden sie hier nicht die Stadt gründen, weil es überschwemmt werden kann. Würden sie hier die Stadt gründen wollen. Wenn wir jetzt hier mit dem Speer stehen bleiben, haben wir aber wieder das Problem, dass wir nichts Neues entdecken. Und sowieso in ein dunkles Zeitalter. Eieieiei.
Schritt für Schritt, vielleicht bewegt er sich da ja weg. Oder wollten wir da zu den Wäldern? Weltwunder fertiggestellt. Apadana. So. Der Bogenschütze geht jetzt schon mal da rein. Würde dann halt plus 10 kriegen. Mal dahin und der Bogenschütze geht dahin. Ja, also den einen Streitwagen würden wir halt rauskriegen, ist klar. Den Schwerkämpfer vorne zu haben, das wäre super. Chancen. Eine Runde abwarten. Eure Städte sind so nah, eure Truppen so stark, ihr macht mich nervös. Ja. Klassik endet in 8 Runden. Loyalität minus 9,2, Rebellion in 3 Runden. Ach so, wir hätten die beförderte Einheit rübersteigen können. An die Front. Na gut. Alles auf Bereitschaft. Und einmal darüber. Erkunde ruhig mal. Weiter. Oh. Gandhi ist wieder bereit, mit uns zu handeln. Offene Grenzen. Er hat selber keine Pferde. Oh je, das habe ich übersehen. Eventuell waren wir ja schon lange auf Maximum. $110. Offene Grenzen. Also er braucht unsere offene Grenze jedenfalls nicht, um da im... im Westen, im Nordwesten zu siedeln. Wobei, er kommt vielleicht nicht durch Schweden durch. Das wäre natürlich blöd, wenn er da jetzt eine Stadt platziert. Ansonsten, also wir würden ja auch ja davon profitieren. Klar, Gold, Eisen. 20 reicht halt für eine Einheit, die Eisen benötigt. Und wir haben ein bisschen Ruhe, weil er möchte ja Quecksilber nicht verlieren. Was er verlieren würde, wenn er uns den Krieg erklärt. Okay. Danke. Ein rotes Gesicht mehr. Ja, hier der Gold wurde fast komplett abgebaut. Noch 2 Runden bis zur Rebellion. Wir haben unser Versprechen gebrochen.
Truppen von der Grenze bewegen. Ah, okay, wir haben gesagt, wir ziehen nur vorbei. Das stimmt natürlich. Er hat uns denunziert. Wir haben noch 13 Runden Zeit, einen formellen Krieg zu erklären. Und Gandhi ist schon wieder ein bisschen besser auf uns zu sprechen. Speerkämpfer. Speerkämpfer an die Front. Über einen Streitwagen. Bogenschütze der nächste Sau in 2 fertig. Und wir haben schön Gold. Also wir können dann einen Rambock kaufen. Das ist kein Problem. So, das Spiel sagt uns, wir sollen dort eine Stadt gründen. Können aber kein Aquädukt bauen. Also ein Aquädukt kann man nicht Richtung Meer bauen. Ich gucke das nochmal nach. Daran soll es jetzt nicht scheitern. Ein Aquädukt, kein Aquädukt. Ein Aquädukt, so, ja. Ja. Plus See, Oase oder Berg, also Süßwasser. Ah, bringt ja nichts, wenn wir dann das Salzwasser zu uns rüber transportieren. Und das ist leider nur ein Sumpf war jetzt aber nicht dabei. Nee. Ein See, eine Oase. Ja, aber kein Sumpf. Oh. Rebellion in 2 Runden. Was ist ja eigentlich? Wir müssen dann hier eigentlich. Ja, gut, wenn wir die Militäreinheiten abgeräumt kriegen und einen Rambock dabei haben, dann können wir auch St. Petersburg einnehmen. Und das wird auch notwendig sein, denke ich, bei einem dunklen Zeitalter. Ja, er hat jetzt gerade ein Goldenes. Heißt ja nicht, dass er wieder in ein Goldenes kommt. Oh, er zieht direkt durch. Oh. Das war eventuell ein Fehler. Den uns hier so auf dem Servierteller zu präsentieren. Ob wir das ausnutzen werden, sehen wir beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Bye, bye.